Ja, heute darf ich euch die Jessica vorstellen aus Bayern. Servus. Wo bist du da genau? Also ich komme aus der Nähe von Landshut. Essenbach heißt das, ist ein ganz Dorf. So 10 Minuten von Landshut weg. 10 Minuten, Viertelstunde. Und wie lange spielst du schon Harmonika? Angefangen habe ich im April 2020. Also so ein bisschen Corona-Hobby. Ja, ja. Wie bei vielen. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt packe ich so. Und es ist voll fleißig. Wir haben wieder drei schöne Stickerl ausgesucht für euch. Und wir werden dann ein bisschen was verzögern, starten. Dann mal mit dem Böhmerwald. Genau. Für die Oma. Ah, genau, dieses Lieblingslied von der Oma. Ja. Also schöne Grüße an die Oma. Genau, Oma, schöne Grüße. Hat das bei dir angefangen mit der Harmonika? Hast du vorher schon mal was anderes gespielt? Nein, gar nicht. Also mit Musik habe ich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt davor. Ich höre in meiner Freizeit voll gern Musik, also Richtung Austropop. Und ja, da gibt es ja einige, die das Instrument da mitverwenden. Ja. Ich fand es schon immer fetzig, immer cool. Und dann habe ich mir da gedacht, so, hey, eigentlich kannst du das auch mal probieren, ob du das schaffst. So, und dann. Ja, voll super. Ja, hast du gleich mit unseren Videos gestartet? Ja, genau. Aber im Internet habe ich mich so ein bisschen informiert. Bei uns ist das auch nicht so verbreitet. Also durch Musikschule hat es jetzt keine Möglichkeiten gegeben, das zu lernen. Und dann bin ich auf euch gekommen und mir gedacht, hey, ist auch cool, das probiere ich mal. Ja. Und ja, klappt ganz gut. Hey, fein, ja. Nein, man sieht ja, das läuft gut. Ja, bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Oder ich komme sehr gut damit zum Recht. Und du hast erzählt, dass die Harmonika in die Arbeit schon mal mitgenommen, glaube ich, oder? Ja, genau. Ab und zu nehme ich es auch in die Arbeit mit. Also ich arbeite im Seniorenheim, im Sozialdienst. Also wir machen halt die Betreuung für die Leute. Und ja, ab und zu im Garten, wenn es wieder passt, dann spielen wir mal einen auf. Ja, die Leute singen mit. Die werden sich freuen, gell? Mir taugt es auch. Ja. Ja, super. Ja. Ja, dann machen wir gleich unser zweites Stück halt. Ja. Da haben wir die Fischerin vom Bodensee. Genau. Thank you.
Lass mal. Live ist live. Ja, das stimmt. Das kennt jeder. Und vor der Kamera ist auch nicht immer so einfach. Ja, ist also, ungewohnt, ja. Ja, ist, zum ersten Mal. Aber das passt gut. Ja. Und wie viel übst du immer so daheim? Ja, also am Anfang mit Corona habe ich eigentlich fast täglich geübt. Ja. Also wirklich auch geschaut, dass ich dabei bleibe, einfach für den Groove, für den Rhythmus, dass du das immer ein bisschen verinnerlichst und ja. So. Ja, jetzt hat Mai. Wenn ich dazu komme, also wenn ich Zeit habe, dann versuche ich wirklich jeden Tag zum Spielen. Ja, mit oft Arbeit. Mit den anderen Hobbys klappt es halt nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Tennis spielen, oder? Ja, genau. Im Sommer spiele ich viel Tennis und im Winter spiele ich Theater. Also so Volkstheater, Bauerntheater spielen wir bei einer Gruppe mit. Bei euch im Ort? Ja, genau, so in der Nähe. Macht auch viel Bock. Also wenn man in der Nähe ist, kann man mal vorbeikommen. Ja, genau. Ja, ja, super. Unser drittes Stück, das darfst du ansagen, weil das ist eins von deinen Lieblingslieder, oder? Ja, genau. Das ist Patrona Bavaria, auch ein bisschen wegen Heimatbezug. Oder? Ja, das ist schön. Und vom Klang her finde ich es einfach echt schön. Okay.
Voll schön. Ja, das macht zu zweit, das ist schon echt cool zum Spielen. Ja, voll cool. Habe ich noch nie gemacht bisher. Aber als erste Mal? Voll Bock, ja. Also mit dir halt, jetzt, ja, letztes Mal und so, heute. Genau. Also, es ist einmal ganz, ganz anders, zu zweit, das will auch. Ja. Das ist super. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommen. Gerne. Und bis bald wieder. Bitte. Servus.